Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing, Disney Unboxing auf meinem Kanal. Ja, mal wieder ein Unboxing von einer Disney DVD. Ich habe eine kleine Erweiterung, ich habe mir 5 DVDs gekauft. Der hier auch noch. Der. Die ersten 4 gibt es auf einmal bei Müller. Und auch noch in der alten Version ohne dieses Special Collection. Also mir ist ja egal, welche Version, weil es so viele gibt, aber sogar die ältere Version ohne dieses Special Collection da. Ganz witzig, auf einmal gibt es die bei Müller. Habe ich mir gedacht, ich kaufe die, ich wollte die irgendwann kaufen. Und ja, jetzt habe ich sie einfach mal gekauft. Ja. Machen wir mal hier auf. Gut, es geht immer wieder gut. So. Ja, 101 Dalmatiner auf kleinen Pfoten zum großen Star. Da der Kleine, da die Cruella de Vil. Oder Bo, irgendwas mit B, Bad, Boot, Bass, ne, keine Ahnung, aber 0 freigegeben. Das ist ein DVD, ja, dann Pongo und Claire, irgendwie so. Dann hier der Inhalt. Qualität ist auch wieder klasse. Bei dem Handy. Naja. Ein tierisch lustiges Vergnügen für die ganze Familie. Ich hätte es ja eigentlich auf meinem neuen Handy weitergemacht. Da ich aber das vergessen habe, wie heißt es? Das Passwort. Also ich habe nur meinen Marcy VfB-Kanal aufgeschrieben damals. Irgendwie die andere nicht. Sprich der andere jetzt und ja, muss ich bei dem alten Handy noch weitermachen. Der schlechteren Qualität ist ja voll günstig, guck mal. Ist ja gar nichts, ey. Voll bescheuert. Also das ist schon beschissen gut durchzumachen. Wie weit muss man das weghalten? Das erkennt man ja gar nichts, ey. Das ist schon kack. Naja. Ein Disc der Hauptfilm. Disney DVD Dolby Audio. Der geht 71 Minuten. 2017 Disney. Hä? 2017? Vor allem 2017. Dann ist der auch so. Wahrscheinlich schon. Atlantis die Rückkehr auch und Tarzan 2 auch und Aladdin und der König der Diebe auch. Das heißt jetzt auf einmal ohne Special Collection, aber das ist die wieder neue. Naja, mir macht ja nichts aus, wie viel Versionen gibt, aber weil ich nehme halt eine, weil so viele sind. Bambi 2, Bambi Diamond Edition ist ja noch älter, naja, ein Jahr. Aber das hier, stimmt, weil ich habe was gehört, ich habe gedacht, hey, warum kommt Peter Pan raus? Nochmal, Peter Pan 2, weil erst die Classics ja, also das ist ja noch nicht zu Ende, es geht ja noch bis April. Will mir ja alle König der Löwen Versionen kaufen, DVD und Blu-ray, dann kaufe ich mir noch die 2. Und aber das, und dann habe ich gelesen, dass, oder halt bei Amazon geschaut, hey, warum kommt er wegen den Classics, und dann habe ich das auch gesehen. Warum kommen da auf einmal jetzt die mehreren Teile nochmal raus? Naja. Aber ist ja egal, welche Version man hat. Ist eigentlich auch die alte hier. Sah das eigentlich auch älter aus, aber. Naja. Und jetzt da Martina. Auf kleinen Pfoten zum großen Star. Das ist eine Farsplay und der Hund mit der Medaille. Er riecht auch noch ganz neu.
Ja, naja, sag mal so, dass. Also, hier ist ja ohne Disney Movies no more. Ja, das wurde abgeschafft und. Ja, DVD sieht gut aus. Und wie kommt mir das so vor, als wäre die Qualität noch schlechter geworden, ey? Bei dem Handy da. Man kann das halt nicht anders machen. Dann müsste ich einen neuen Kanal erstellen, da habe ich jetzt auch schon jetzt 30 Abos. Da habe ich keinen Bock nochmal von vorne anzufangen, das ist blöd. DVD sieht gut aus, gleich wie beim Anfang. Und ja, das war es jetzt mit den komischen, mit den Infos. Also wieder von den mehreren Teilen DVDs rauskommen. Ich habe wahrscheinlich die gleichen DVDs, aber irgendwie nur neues Cover, neue DVD, neue Hülle. Irgendwie, also halt das 2017 ist. Also die mehreren Teile kommen also auch raus. Oder sind draußen. Bei den ganzen Teilen, okay. Ich weiß nicht, bei König der Löwen 2 und 3 glaube ich eher nicht, weil da ist noch Müller die normalen sind. Bei den anderen Teilen, bei den mehreren Teilen da sind die neuen draußen, oder sind die gerade draußen und zwischen 2017 und bei ja, König der Löwen anscheinend nie oder keine Ahnung, ich habe nicht geschaut. Aber ich gebe auf jeden Fall wieder Ball zu Müller. Und dann schaue ich mal da nochmal nach. Weil, also die mehreren Teile kommen anscheinend raus und ja, schauen wir mal, ob das König der Löwen auch dabei ist. Wenn, dann kaufe ich mir auf jeden Fall die klar, weil ich kaufe alle König der Löwen DVD und Blu-Edition, wie gesagt. Und ja, gut, das war's mit meinem Unboxing und den paar Infos da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Dann bis zum nächsten Disney Unboxing. Ciao.